Herzlich willkommen in Detroit, herzlich willkommen bei BMW. Wenn ein Auto die Nordschleife in unter 8 Minuten umrundet, dann darf man sich mal ganz kurz verneigen. Der hier schafft das, der neue BMW M2. Unter der Haube ein Sechszylinder, ein Reihensechszylinder mit 370 PS. Von 0 auf 100 geht dieses Baby in 4,3 Sekunden. Das Design ist ganz klar auf Sport ausgelegt. Tiefe Frontschürze, überall große Lufteinlässe zur Kühlung. Das Coupé ist auf Aerodynamik getrimmt, Air-Curtain, Heckspoiler. Die breiten 19 Zoll Aluminiumräder im Doppelspeichendesign lassen den M2 sportlich und satt auf der Straße stehen. Hinten ein Diffusereinsatz in der Heckschürze mit zwei integrierten Doppelendoren, aus denen die Sinfonie aus 6 Töpfen erklingt. Innen Sportsitze in Leder, jede Menge M-Logos, Alcantara und Carbon. Bei den Bedienelementen keine großen Überraschungen. Typisch das M-Lederlenkrad und die beiden Rundinstrumente mit roten Anzeigenadeln. Bleiben am Ende vielleicht noch zwei Fragen. Zum einen, wann kommt er? Das kann ich beantworten. Und zwar im April 2016 soll er auf den Markt kommen. Und zum anderen, was kostet er denn? 56.700 Euro möchte BMW für den Handschalter haben. Mit dem M-Doppelkupplungsgetriebe kostet er dann schon 60.000 Euro. Klingt erstmal viel, aber wenn man es vergleicht zum Beispiel mit einem Porsche Carrera, der ja auch 370 PS hat, dann ist der relativ günstig, denn so ein Porsche kostet knapp 100.000 Euro.